Hallo ihr Lieben! Heute hat eine ganz besondere Person Geburtstag. Und zwar der Admin von Familie Morgen. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass du einen wunderschönen Tag haben wirst. Da wir ja wissen, dass du Luke aus dem Sportcamp gerne magst, haben wir eine Geschichte mit ihm als Geschenk vorbereitet. Viel Spaß! Ich bin so froh, dass Frau König jetzt da ist. Ja, es war richtig nervig mit Monsieur Petit. Ach ja, Elvira, die Leiterin vom Museum, hat leider abgesagt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso das denn? Ach, da ist wohl irgendeine Infektion rumgegangen und jetzt sind alle Mitarbeiter krank. Oh nein, und was sollen wir dann heute machen? Lassen wir die Kinder doch etwas Freizeit haben. Das ist eine gute Idee, Miriam. Am besten sagen wir es ihnen nach dem Essen. Also Kinder, wir haben leider ein Problem. Das Museum hat heute geschlossen. Puh, zum Glück. Ich hatte sowieso gar keine Lust drauf. Ja, ein Museum mit Steinen ist sicher langweilig. Mensch, das ist doch ganz interessant. Naja, nun haben wir aber keinen Programmpunkt für heute. Können wir ins Planetarium? Oder in den Kletterpark? Nein, in die Stadt. Dann können wir shoppen. Also, ich hätte Lust auf einen Tag im Wald. Nein, wir haben uns dazu entschieden, dass ihr heute Freizeit habt. Ihr könnt auch das Gelände verlassen, aber nicht zu weit weg. Natürlich müsst ihr uns vorher Bescheid sagen. Bennett, ich habe gerade eine tolle Idee. Luke aus dem Sportcamp wohnt doch hier in der Nähe. Wir könnten ihn besuchen. Das ist eine coole Idee, aber er hat doch bestimmt Schule. Oh, stimmt. Dann eben heute Mittag. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Luke hat ja gesagt. Wir können heute um 14 Uhr zu ihm. Perfekt. Na los, wir gehen zu unseren Lehrerinnen. Und wo ist das Haus? Das ist in der Gartenstraße 14, etwa 10 Minuten von hier entfernt. Alles klar. Ihr seid dann spätestens um 17 Uhr wieder da. Okay, komm, wir gehen los. Hier müsste es sein. Hallo? Also, für Lukes Mutter sieht sie ein bisschen zu jung aus. Ach, ich bin doch nicht Lukes Mutter. Ich bin Caitlin, seine große Schwester. Und ihr seid wohl Tim und Bennett. Ja, genau. Schön, euch kennenzulernen. Luke, deine Freunde sind da. Hi, Guys. Kommt rein, aber wundert euch nicht. Meine Familie ist richtig chaotisch. Na, dann bin ich mal gespannt. Also, hier ist die Küche. Meine Mom backt gerade Pancakes, mein absolutes Lieblingsessen. Die können wir später essen. Hello, nice to meet you. Kann deine Mutter nur Englisch? Nein, aber wir sprechen eigentlich nur Englisch zu Hause. Wir kommen schließlich aus Amerika. Und das ist das Wohnzimmer. Hier ist auch mein Dad. Du meinst der coolste Vater auf der Welt. I know that. Kommt mit nach oben. Hehe, Lukes Vater ist hier echt lustig. Das ist das Schlafzimmer. Und hier der Bereich von meiner kleinen Schwester Chloe. Habt ihr etwas Süßes dabei? Nein. Wundert euch nicht. Das ist mein Bruder Andy. Aber wir nennen ihn Candy, weil er für sein Leben gerne Süßigkeiten isst. Das ist ja ein lustiger Spitzname. Oh, wie cool. Da hängt ja eine Karte von der USA. Ja, stimmt. Dort führt dann ein Gang zum Badezimmer und zum Zimmer von meiner kleinen Schwester Stacy. Okay, und wo ist dein Zimmer? Schaut mal, hier ist eine Leiter. Die führt auf das Dachgeschoss. Du hast es ja schön hier oben. Ja, ich mag das große Fenster. I love it too. Woher kommt denn die Musik? Och nee, die ist von meinem großen Bruder Derek. Oha, bei ihm gibt es ja leckeres Essen. Ja, aber er wird uns nie etwas davon abgeben. Hey, verzieht euch aus meinem Zimmer. Mann, Derek. Well, dann schauen wir uns ein Sportvideo an. Luke, hast du das Kleid von meiner Puppe gesehen? Nee, leider nicht. Mann, jetzt habe ich ein Tor verpasst. Das ist ja echt ein kleines Problem. Ich habe gerade bei meinem Spiel verloren. Mann, mit meiner Familie können wir nichts in Ruhe machen. Was ist denn hier in der Schublade drin? Ah, eine Spinne.
Oh, tut mir leid. Die ist nur aus Plastik. Damit wollte ich Derek einen Streich spielen. Hey, das können wir ja zusammen machen. Gute Idee. Psst, ich lege die Spinne hier ab. Oh, mein Lieblingsspieler wechselt die Mannschaft. Wait a minute, was ist das denn? Ah, Hilfe! Kommt, wir gehen schnell nach draußen, bis er es merkt. Darf ich mit dem Skateboard fahren? Ja, klar. Du kannst den Roller nehmen und ich die Inline-Skates. Wir könnten doch ein Parcours aufbauen. Super Idee. Wow, Dart! Können wir das spielen? Yes, of course. Lass uns einen Wettbewerb machen. Mom hat bestimmt eine Idee für den Preis. Oh ja, ich fange an. Juhu, 32 Punkte. Das ist echt eine gute Leistung. Now it's my turn. Schade, nur 27 Punkte. Und jetzt auch ich. Ich bin aber mega schlecht. Oha, von wegen mega schlecht. Kids, die Pancakes sind fertig. Lecker. Mom, Bennett hat unseren Wettbewerb gewonnen. Hast du eine Idee für einen Preis? Ja, ein Pancake ist besonders dick geworden. Der ist für dich. Oh mein Gott, wie lecker. Also von mir aus können wir öfters hierher kommen. Das kann ich mir vorstellen. Hi, auch von mir Happy Birthday an den Admin von Familie Morgan. Es freut mich sehr, dass ich für dich so ein toller Charakter bin. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. What? Die Spinne ist nur aus Plastik?